Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach vorgestellt. Mein Name ist Maike und ich bin die Produktmanagerin für Split Klimageräte. Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Jonathan und ich bin verantwortlich für das Key Account Management des Produktsegments. Heute wollen wir mal auf die Frage eingehen, was Split Klimageräte überhaupt sind und welche Varianten wir davon bei uns im Portfolio haben. Doch zunächst mal die Frage, warum ist diese Technologie eigentlich so spannend? Anders als die meisten glauben, handelt es sich nämlich nicht nur um ein reines Komfortprodukt, was im Sommer kühlen kann, sondern die Produkte eignen sich auch hervorragend zur Heizungsunterstützung in den kälteren Monaten des Jahres. Die Technik der Klimageräte basiert auf einem geschlossenen Kältekreislauf, ganz ähnlich wie bei einem Kühlschrank. Um den Raum zu kühlen, wird dem Raum die Wärmeenergie entnommen und nach außen abgegeben. Die Innen- und Außeneinheit der Split-Klimageräte sind durch Leitungen verbunden, durch die das Kältemittel fließt. Das Kältemittel transportiert die Wärmeenergie zwischen Innen- und Außengerät. Und es ist ein geschlossener Kreislauf, das heißt, es kann kein Kältemittel entweichen. Zusätzlicher positiver Nebeneffekt ist, dass die Geräte im Kühlbetrieb nicht nur kühlen, sondern auch die Luft entfeuchten, was natürlich im Sommer super angenehm ist. Im Heizbetrieb funktioniert dieser Kreislauf genau umgekehrt. Schauen wir uns diesen Prozess einmal am Gerät an. Am Außengerät wird der Außenluft die Wärme entzogen. Diese Wärme wird über die Kältemittelleitung an die Inneneinheit transportiert. An der Inneneinheit wird diese Wärme dann wieder an die Innenraumluft abgegeben. Über diesen Prozess schaffen unsere Geräte aus einer Einheit Strom bis zu 5 Einheiten Wärmeenergie zu erzeugen. Wo finden unsere Geräte denn Anwendung? Schauen wir uns das Beispiel der Deckenkassette an. Zu Demozwecken hier an der Wand installiert, findet sie sich in der Praxis normalerweise an der Decke. Einbaumöglichkeiten sind unter anderem ein Friseursalon, eine Arztpraxis oder jegliche Art eines Bürogebäudes. Neben den gewerblichen Anwendungen sind natürlich auch eine Vielzahl an privaten Anwendungen möglich. Zum einen sehen wir hier unsere wandhängende Inneneinheit. Ich würde mal sagen, das ist so der Klassiker bei den Klimasplit-Geräten. Kann eigentlich in jedem Wohnraum installiert werden, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, natürlich fürs Homeoffice perfekt geeignet. Auch zum Beispiel in einem Ferienhaus sehr gut geeignet. Und wir haben natürlich auch neu hier unser Konsolengerät, was sich insbesondere auch für den Einsatz im Dachgeschoss anbietet, wenn man eben schräge Wände hat und man keine wandhängende Variante oder Deckenkassette installieren kann, ist das natürlich perfekt dafür geeignet. Und dadurch, dass es so ein schlankes, schönes Design hat, kann man es auch perfekt als Ersatz für den Heizkörper verwenden und damit dann gleichzeitig kühlen und auch heizen. Je nach Anwendungsfall unterscheiden wir zwischen zwei unterschiedlichen Produktlösungen. Auf der einen Seite das Single-Split-System, auf der anderen Seite das Multi-Split-System. Das Multi-Split-System besteht aus einer Außeneinheit und bis zu 5 beliebig kombinierbaren Inneneinheiten. Zu den Inneneinheiten gehören das klassische wandhängende Gerät, die Bodenkonsole oder auch die Deckenkassette, die hier vereinfacht dargestellt an der Wand präsentiert ist. Das Single-Split-System besteht aus einer Außeneinheit und einer dazugehörigen Inneneinheit. Im Vergleich zum Multisplit-System zeichnen sich die Geräte durch eine höhere Energieeffizienz aus und sie haben auch mehr Komfortfunktionen zu bieten. Zum einen haben unsere Single-Split-Geräte eine Luftreinigungsfunktion und wir können hier zum Beispiel die Geräte auch über den Eco-Modus betreiben, um eben einen energiesparenden Betrieb zu ermöglichen. Außerdem, was auch noch zu erwähnen ist, bei den Single-Split-Geräten ist es möglich, eine Selbstreinigungsfunktion der Inneneinheit zu aktivieren. Das ist nämlich auch ganz praktisch, weil wenn die Geräte im Sommer regelmäßig laufen, fällt ja in der Inneneinheit Kondensat an. Das heißt, die Inneneinheit ist innen feucht und sollte deswegen auch regelmäßig gereinigt werden. Bei der Single-Split ist es jetzt ganz praktisch, weil wir haben eben diese Selbstreinigungsfunktion im Programm. Das heißt, ein Knopfdruck und die Selbstreinigungsfunktion wird aktiviert und das Gerät reinigt sich von alleine. Zusammengefasst, egal ob an heißen Sommertagen einen kühlen Kopf bewahren oder in den Wintermonaten das bestehende Heizsystem zu unterstützen, unsere Klimageräte sind vielseitig einsetzbar und ermöglichen eine klimaschonende Gebäudeoptimierung zum kleinen Preis. Vielen Dank fürs Reinschalten.